hat, dann gehört ihr zum Widerstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die historische Forschung weitgehend auf die Untersuchung deutscher Kriegsverbrechen konzentriert, wozu letztlich auch der Mangel an konkreten Unterlagen über Völkerrechtsverletzungen seitens der Alliierten beigetragen haben mag. Aufgabe der Wissenschaft muss es sein, Licht in dieses sicherlich sehr unerfreuliche Kapitel der Zeitgeschichte zu bringen, um festzustellen, in welchen Situationen welche Völkerrechtsverletzungen begangen wurden und so eine Voraussetzung für eine bessere Beachtung der Normen des Kriegsvölkerrechts zu schaffen. Go, let's go, Reinelslager. Und damit begann eigentlich eine grausame, die mit deutlichem Abstand grausamste Zeit meines Lebens. Angesichts der 8. Mai-Feiern in der ganzen Welt und der Behauptung einer angeblichen Befreiung Deutschlands 1945 ist es die Pflicht eines jeden volkstreuen Deutschen, die andere Seite der Medaille aufzuzeigen. 1945 befreiten die Alliierten Millionen Deutsche von ihrem Besitz, ihrer Heimat und ihrem Leben. Mit Kriegsende befanden sich rund 11 Millionen deutsche Soldaten in den Händen der Siegermächte, darunter etwa 8 Millionen im Gewahrsam von Briten und Amerikanern. Dieser Film beschäftigt sich mit dem Teil der Gefangenen, der in den sogenannten Rheinwiesenlagern gefangen gehalten wurde. Wir volkstreuen Deutschen feiern am 8. Mai nicht die vermeintliche Befreiung, wir trauern vielmehr an diesem Tag um die deutschen Nachkriegsopfer, welche durch Hunger, Kälte und Mord sterben mussten. Während der Haager Friedenskonferenzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschlossen die teilnehmenden Staaten, sich einem übergeordneten Völkerrecht zu unterwerfen. Das Völkerrecht sollte unter anderem die Kriegsführung humanisieren, das heißt zum Beispiel Gewalt gegen Wehrlose bzw. Kriegsgefangene ausschließen. Am 26. Januar 1910 wurde die Haager Landkriegsordnung von den teilnehmenden Staaten, darunter neben England und Frankreich, auch den USA ratifiziert. Über Kriegsgefangene wird in der Haager Landkriegsordnung Artikel 7 Folgendes festgelegt. Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, hat für ihren Unterhalt zu sorgen, in Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterbringung und Kleidung auf demselben Fuß zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat. Am 27. Juli 1929 wurden hinzukommend die bisher nur für Verwundete eines Krieges geltenden Schutzbestimmungen der Genfer Konvention auch auf Kriegsgefangene ausgedehnt. Hier wurde festgelegt, dass die Gefangenen in jeder Beziehung den eigenen Truppen gleichzustellen sind. Sie kamen in Remagen an, wurden durch die Lagertore geführt oder gefahren und wurden dann einquartiert. Wollen Sie das mal darstellen, wie das aussah? Ja, so wie Sie es jetzt angedeutet haben, klingt das ja fast wie der Empfang in irgendeinem netten Ferienresort. Aber die Erfahrung war völlig anders. Es begann eigentlich schon in Niederbreisig, dann aber auch in Remagen.
auf dieselbe Weise mit einem enormen Schock. Wir wurden von den Lastwagen heruntergescheucht und dann sahen wir die Gasse, die Spießrutengasse, die die amerikanischen Soldaten gebildet hatten, bis zum Lagertor in zweier Reihen mit Latten bewaffnet und scheuchten uns durch diese Gasse mit ihren Latten mit "Come on, let's go, come on, let's go" immer über die Rücken weg. Und das war tatsächlich eine Erfahrung, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe damals gedacht, wenn Soldaten fertig bringen, das anderen Soldaten anzutun, dann kann man von denen ungefähr alles erwarten. Überdies müssen die Gefangenen unter der Aufsicht des Internationalen Roten Kreuzes stehen. Nach Beendigung der Kampfhandlungen sind alle Gefangenen bald möglichst freizulassen. Auch diese Erweiterung der Genfer Konvention haben die sogenannten Befreier von 1945 unterschrieben. 1943 einigten sich die Alliierten darauf, die deutschen Kriegsgefangenen eben nicht als Kriegsgefangene, sondern unter Nichtachtung des Völkerrechts als Strafgefangene zu behandeln. Die jeweiligen Oberkommandierenden der Streitkräfte sollten über die Gefangenen frei verfügen können. In diesem Sinne erhielt der Oberkommandierende der US-Truppen, der spätere US-Präsident Dwight David Eisenhower, am 10. März 1945 aus Washington die Ermächtigung, die auf deutschem Boden gefangen gehaltenen deutschen Soldaten nicht zu entlassen, sondern sie als sogenannte entwaffnete feindliche Truppen, Disarmed Enemy Forces, weiter gefangen zu halten. Die Gefangenen hatten somit keinen Schutz des internationalen Rechtes und waren der Willkür des Siegers ausgeliefert. Das Skandalöse daran ist, dass die Amerikaner Hunderttausende hungern und einen Großteil haben verhungern lassen oder einen Entkräftungssterben. Die Russen haben auch Gefangene gemacht. Den Russen ging es schlecht, sehr schlecht persönlich, und den Gefangenen ging es schlecht. Die Wachmannschaft nannten es nicht wesentlich besser als die Gefangenen. Die Russen konnten nicht anders, weil sie sich hatten. Die Amis, und das ist der eigentliche Skandal, die haben so ja Hilfe von Hilfsorganisationen abgelehnt, weil die uns so behandeln wollten. Das ist der Unterschied. Nach Überquerung des Rheines im März 1945 beschlossen die Amerikaner, dass sie die deutschen Kriegsgefangenen nicht in die für sie vorgesehenen Lager nach Nordfrankreich bringen wollten. Sie begannen auf Weisung Eisenhowers entlang des westlichen Rheinufers für die deutschen Kriegsgefangenen Lager auf der grünen Wiese anzulegen. Von den 188 amerikanischen Gefangenenlagern waren Dutzende am Rhein und seinem Hinterland errichtet. Diese sogenannten Rheinwiesenlager erstreckten sich von Remagen über Mainz, Bad Kreuznach bis hin nach Ludwigshafen. Andere Lager wurden häufig nach einiger Zeit aufgelöst und die Insassen an den Rhein deportiert. Über die Belegungsstärke können keine genauen Angaben gemacht werden, da bewusst eine Registrierung seitens der Amerikaner nicht vorgenommen wurde. Es lassen sich nur vereinzelt Zu- und Abgänge feststellen. Das Internationale Rote Kreuz hätte die Möglichkeit gehabt, diese Arbeit zu übernehmen, aber ihm wurde der Zutritt in die Lager verwehrt. Es muss von einer Belegungsstärke von weit über 5 Millionen Kriegsgefangenen im Zeitraum von April bis September 1945 in den Rheinwiesenlagern ausgegangen werden. Zum Kriegsende hin wurden auf den verschiedensten Kriegsschauplätzen die sich ergebenden deutschen Soldaten gefangen genommen. Mit in Gefangenschaft gerieten dabei in unbekannter Anzahl alte Männer und Jugendliche des Volkssturmes, Zivilisten in Uniform, also zum Beispiel auch Feuerwehrmänner, Parteifunktionäre, aber auch einfache Mitglieder der NSDAP, Verwundete auf Heimaturlaub und aus den Lazaretten, weibliche Flak- und Nachrichtenhelferinnen,
schwer versehrte und daher nicht mehr kriegsverwendungsfähige ehemalige Soldaten und teilweise sogar Jugendliche, die den Alliierten alt genug erschienen, eine Waffe halten zu können. Gründe für dieses völkerrechtswidrige und unmenschliche Vorgehen lassen sich in nichts anderem finden als in dem festen Willen, eine möglichst große Anzahl von Deutschen zu inhaftieren. Was bei der Gefangennahme und unmittelbar danach mit den Inhaftierten geschah, war von sehr unterschiedlicher Natur. Auf Seiten der amerikanischen GIs wurde mit aller Strenge vorgegangen, denn der deutsche Soldat war besiegt worden und ihm sollte auch das Gefühl der totalen Niederlage vermittelt werden. Es lassen sich körperliche Misshandlungen in jeglicher Form mit bewusster Inkaufnahme des Todes vor und nach der Kapitulation, Scheinhinrichtungen, nächtliche Verhaftungen von jungen Bezeugen, die nur mit einem Schlafanzug bekleidet waren, aber auch, wenn auch seltener, korrektes Verhalten. Unabhängig hiervon wird vom größten Teil der deutschen Soldaten ausgesagt, dass sie nach der Kapitulation von den amerikanischen Soldaten mehrfach in der Form gefilzt wurden, dass man ihnen Armbanduhren, Fotoapparate und sogar Eheringe stahl. Nicht umsonst übersetzte man in bitterer Ironie USA mit Uhren sammelnde Armee. Denn der vermeintliche Reichtum einer eigenen Armbanduhr, die jeder Deutsche zur Kommunion oder Konfirmation bekam, war in den USA vollständig unbekannt. Darüber hinaus mussten die Inhaftierten nicht selten auch ihre persönliche Ausrüstung abgeben, zu der unter anderem das Rasierzeug, das Essbesteck, das Essgeschirr, der Nässeschutz sowie die Zeltplanen gehörten. Das Lager. Die meisten der Rheinwiesenlager waren für je 100.000 Mann geplant. Das eigentliche Lager bestand aus einem großen, abgezäunten Viereck auf freier Fläche, welches wiederum in einzelne Käfige, Cages genannt, unterteilt wurde. Ein Cage hatte meist eine Länge und Breite von ca. 250 Metern. Je nach Gefangenenlager war das Cage mit 5.000 bis 15.000 Gefangenen belegt und setzte sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Die Cages wurden von allen Seiten bewacht, nachts mit Flutlicht. Fluchtversuche hatten sofortige Erschießung zur Folge. Zuweilen wurde aber auch ohne Anlass einfach in die Menge der Gefangenen geschossen. Wir lagen in unserem kleinen Lager, es waren mehrere Lager mit 70.000, auf diesem Acker, ohne Haus, ohne Zelt, weithin ohne Mantel, Tag und Nacht im Schlamm, total verlaust. Ich selber habe 14 Stunden Schlange gestanden, bis zu dem Knöchel in den Schlamm, um eine Konservendose Wasser zu bekommen. Wer das nicht schaffte, kippte um und er gehörte dann zu den Toten. Kein Mensch ist gekommen und hat ihm das Wasser gereicht. Die Bewachung. Bewacht wurden die Gefangenen meist von amerikanischen Soldaten zweiten Ranges, Negern oder polnischen Hilfstruppen, teilweise ehemaligen Fremdarbeitern. Befehligt wurden diese meist von weißen Soldaten. Diese wurden von den Gefangenen oftmals als außerordentlich brutal, arrogant, aufbrausend und aggressiv beschrieben. Zählappelle endeten mit Schlägen, für die, die vor Entkräftung umkippten. Des Weiteren wurden Soldaten der Waffen-SS besonders grausam behandelt. Stundenlangen Strafexerzieren bis hin zum viehischen Totschlagen ist vielfach bezeugt. Selbst vor der Misshandlung von hohen Offizieren schreckten die Alliierten nicht zurück. Amerikanische Untersuchungen belegen weitere Kriegsverbrechen. So erstickten 104 deutsche Kriegsgefangene während eines amerikanischen Eisenbahntransportes. 24 weitere und 3 Zivilisten werden bei Tambach getötet. Und in Luxemburg ermorden US-Soldaten 70 deutsche Kriegsgefangene. Die Unterbringung. Täglich trafen Männer und Frauen aus Sammellagern hinter der Front in verschlossenen Viehwaggons und auf Lastwagen zusammengefercht ein, um dann wie Müll hinter die Stacheldrahtzäune der Cages gekippt zu werden. Manche der Gefangenen waren auf dem Transport bereits verstorben. Das Lagerleben war zunächst einmal vom jeweiligen Lagerkommandanten und der Ungewissheit, was kommen wird, geprägt. Es war in erster Linie ein Kampf ums Überleben. Die Gefangenen hausten trotz brennender Hitze im Sommer
und schneidender Kälte im Winter, bei Regen und Schnee, ohne ein Dach über dem Kopf, auf nacktem Boden, der sich nach wenigen Tagen in eine unergründliche Schlammwüste verwandelte. Und dann standen wir einfach auf der Wiese oder Feld. Nach 3 Tagen war das eine Schlammwüste. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sich um Feld oder Wiese gehandelt hat. In den 4 Monaten unter amerikanischer Führung stand jedem Gefangenen zwischen 3 bis 5 Quadratmeter zu. Die Insassen verfügten über keinerlei Werkzeug oder sonstigen Material, um das Lager bewohnbar zu machen. Ihnen blieb nur die Möglichkeit, sich Pappdeckel zu organisieren und mit Hilfe von Konservendosen oder Essbesteck Fuchsbauten zu graben, die einigermaßen Schutz vor der Witterung boten. Meist teilten sich 3 bis 5 Gefangene einen Bau, der so groß war, dass sie alle auf der Seite liegen konnten. Der Frühling 1945 war nass und kalt. Immer wieder regnete und schneite es. Der Acker verwandelte sich in eine Schlammwüste. Der damals 18-jährige Kriegsgefangene Ernst Albrecht versuchte, sich vor der Witterung zu schützen. Nachdem wir mit großem Glück an Konservendosen herangekommen sind, haben wir uns für unsere Größe in der Breite und Länge unserer Körper ja entsprechend ein ganzes Loch gekratzt. Wenn es geregnet hatte, dann hat man sich die Decken übergezogen, ja, und hat gewartet, bis die Decken dann durch waren. Wir waren also praktisch gesehen regelrecht dem Wetter ausgesetzt. Hungerlager nannten es die Gefangenen. Oft gab es nur ein paar Kekse oder trockene Bohnen. Trinkwasser fehlte. Der Bau von Erdlöchern wurde immer wieder untersagt und die Gefangenen wurden gezwungen, diese zuzuschütten. Nicht nur, dass diese Erdbauten gefährlich waren, weil das Regenwasser sich schnell durchweichen ließ und zum Einsturz brachte, es kam sogar vor, dass Bulldozer durch die Lager fuhren und Erdlöcher samt den darin vegetierenden Gefangenen zuwalzten. Zelte wurden nicht ausgegeben, obwohl sie in den Depots der deutschen Wehrmacht und in denen der US-Armee reichlich vorhanden waren. Ungefähr 40% der Gefangenen haben in solchen Erdlöchern gehaust. Nur etwa 5% hatten das Glück, ein Zelt zu haben. Und der Rest hat so auf der Erde kampiert. Wir haben, ich persönlich, manche noch viel länger, haben 4 Wochen auf dem Acker gelebt, zu einer Zeit im Frühjahr, wo nach anfänglich warmem Wetter dann das typische März-April-Wetter einsetzte, kalt, nass, Regen, und da man sich ja nirgendwo niederlassen konnte, haben wir hauptsächlich gestanden oder sind auf und ab gegangen. Hatten Sie denn da auch nicht die undurchlässige Kleidung und Regenmäntel und Zeltbahn oder sowas, um sich gegen Regen zu schützen? Im Schnitt muss man sagen, dass ja, also die meisten, ich kann das nicht quantifizieren, nichts hatten außer ihrer normalen Uniform. Nicht einmal Stoffmäntel, die ihnen meistens abgenommen worden waren. Es gab ein paar, die Zeltbahnen hatten, aber wirklich nur wenige. Ich persönlich hatte durch Zufall in den letzten Kriegstagen einen guten neuen Krattmantel bekommen. Den hatte man mir aber bei der Gefangennahme abgenommen. Ich habe ihn nur dann beim Abmarsch wieder von dem Haufen mir weggeklaut, sodass ich auf diese Weise in der Beziehung besonders gut gestellt war. Es gab nur Schlamm. Es gab keinen trockenen Platz, es gab nur Schlamm. Und nachts ist man entweder auch nachts weiter herumgewandert, aber irgendwann übermannt einen doch der Schlaf. Und ich habe dann meinen Krattmantel oben zugemacht, zugebunden, da konnte man so Hosen draus binden und habe mich in den Schlamm kippen lassen und gehofft, dass ich wenigstens ein paar Stunden schlafen kann, ehe mir die Füße erfrieren. Des Weiteren befanden sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in jedem Cage eine Latrine. Je länger der Zustand der Unterernährung andauerte, desto schwächer wurden die Inhaftierten. Hatte man anfangs dem kranken Kameraden zur Latrine geholfen, waren später alle so schwach, dass jeder vor Ort seine Notdurft verrichtete. Wir kriegten dann auch Kalk für die Toten und für die Latrinen. Nur wenn einer völlig erschöpft sich nun endlich auf den Balken setzte und genauso erschöpft hinten runterfiel, der ertrank, den holte keiner raus.
Wir konnten ja oft nur noch kriechen. Wir hatten ja gar nicht mehr die Kraft, aufrecht zu stehen. Hilfe keinen. Da hatten ja so viele Drohe. Wer wollte da wem helfen? Eine Wasserstelle wurde erst im Laufe der Zeit angelegt. Denn vorher bekamen die Gefangenen meist Wasser auf Zuteilung. Das Wasser wurde ungefiltert, entweder direkt im Rhein oder aus einem nahegelegenen Bach entnommen und mit sehr viel Chlor angereichert, um die Seuchengefahr zu bannen. Für die Gefangenen bedeutete das Wasserholen trotz totaler Erschöpfung meist stundenlanges Anstehen von bis zu 10 Stunden für einen Becher Wasser. Aufgrund des großen Durstes scheuten sich einige Gefangene nicht davor, auch aus Pfützen zu trinken, mit verheerenden gesundheitlichen Folgen. Den Durst empfanden die Inhaftierten besonders schlimm in den Sommermonaten, da sie pausenlos der Hitze und der Sonne ausgesetzt waren. Ein Mensch in Ruhelage benötigt ungefähr 1200, ein arbeitender Mensch zwischen 2.000 bis 3.000 Kalorien pro Tag. Die Gefangenen in den Rheinwiesenlagern erhielten in den Monaten April bis Juli 1945 nur zwischen 400 und 900 Kalorien täglich. In vielen Lagern wurde an Sonntagen überhaupt kein Essen ausgegeben und frisch Eingelieferte mussten 2 bis 4 Tage auf ihre Verpflegung warten. Dann hatte ich in dieser Büchse etwa diese Höhe Masse. Sie können vielleicht ermessen, was das bedeutete, wenn ich sage, dass ich 4 Wochen keine Verdauung gehabt habe. So wenig war das. Und als ich nach 4 Wochen dieses harte, schwarze Zeug herausgepresst habe, bin ich in Ohnmacht gefallen und beinahe um ein Haar in dem Scheißgraben umgekommen. Wie viel Kalorien, schätzen Sie, hat es da gegeben am Tag? Ich habe das mal nach modernen Kalorientabellen erforscht und da kam ich drauf, dass an diesem Tag, diesem ersten, der relativ üppig war im Verhältnis, wir, abgesehen von den beiden rohen Kartoffeln, auf 500 Kalorien kamen. Mit den Kartoffeln waren es dann 700, wenn man ein Feuer fand, in dem man die Kartoffeln in die Asche legen konnte. Und wie viel braucht der Mensch, um einigermaßen zu überleben? 2000. Eine Möglichkeit, an zusätzliche Nahrung zu gelangen, war die Unterstützung durch die Bewohner der umliegenden Dörfer. Der Bevölkerung war es aber bei Todesstrafe verboten, die Gefangenen mit Nahrung zu versorgen. Die deutschen Behörden wurden angewiesen, die Bevölkerung entsprechend zu instruieren. Siehe Schriftdokument. Wer dennoch versuchte, den hungernden Gefangenen über den Lagerzaun etwas zukommen zu lassen, wurde vertrieben oder am Lagerzaun vor den Augen der Hungernden erschossen. Eine ärztliche Versorgung gab es zunächst überhaupt nicht, da es weder Sanitätseinrichtungen gab, noch den deutschen Ärzten von den Amerikanern erlaubt wurde zu praktizieren. Wenn sie es taten, dann aus eigenem Antrieb und ohne Medikamente oder Zubehör. Sie konnten nur versuchen, mit Ratschlägen zu helfen oder versuchen, Leiden zu lindern. Das Internationale Rote Kreuz hatte, wie gesagt, keinen Zutritt zu den Lagern. Nahrungsmittel und Hilfsgüter, welche das Rote Kreuz in Eisenbahnwaggons an den Rhein transportieren ließ, wurden auf Befehl Eisenhowers zurückgeschickt. Kranke wurden in den Lagern nicht behandelt, sondern nur Ruhrkranke von den Amerikanern aussortiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass nur 20% normal ernährt, 60% unterernährt und 20% so ernährt waren, dass sie starben. Im Lager Kreuznach, dem sogenannten Feld des Jammers, gab es zwar ein Lazarett, in welches aber einzig und allein Kranke aufgenommen wurden, die binnen 24 Stunden tot waren. Während der ganzen Gefangenenzeit standen die Gefangenen unter ständigem Stress, da sie nicht wussten, was mit ihnen geschehen sollte oder was um sie herum politisch geschah. Sie hatten keine Ahnung darüber, wie es um ihre Familien stand. Zudem wurde ihnen verwehrt, an ihre Angehörigen zu schreiben, um ein Lebenszeichen von sich geben zu können. Die Anzahl der Verstorbenen und ihr Verbleib. Zunächst muss erwähnt werden, dass keine Zahlenangaben zu Freitoden in jeglicher Form gegeben werden können. Ebenso zu Gefangenen, die in ihren Fuchsbauten durch witterungsbedingte Einstürze, Einplanierungen durch Bulldozer, Ersticken im Schlamm oder in den Latrinen oder an ihren Verletzungen gestorben sind.
Es gab ja da nur eins, den Willen zum Überleben, um mal nach Hause zu kommen oder aber zu krepieren. Es gibt keine Zahlenangaben zu Gefangenen, die aufgrund von Strafaktionen gestorben sind oder die kurz vor ihrem Tode standen und in ein Evakuierungslazarett gekommen sind. Des Weiteren gibt es weder Angaben zu Gefangenen, die auf der Flucht erschossen wurden, noch durch willkürliche Schießerei, sei es tags oder in der Nacht. Belegt ist in vielfacher Form, dass Mitgefangene Tote zunächst entkleiden und dann ihnen die Erkennungsmarken abnehmen mussten, um die nackten Toten anschließend auf LKWs zu verladen, die dann mit unbekanntem Ziel wegfuhren. Ein kleinerer Teil der Toten wurde in Massengräbern direkt bei den Lagern vergraben. Die Kleidung wurde anschließend verbrannt und die Marken mussten den Amerikanern übergeben werden, welche sie jedoch eben nicht an das Rote Kreuz weitergaben, sondern wohl gezielt einschmolzen. Und hier in diesem bebauten Feld, das man jetzt nicht mehr ansieht, wo die Zeit drüber gegangen ist, da liegen, die Zahl ist unbekannt, Tausende von armen Menschen, die hier unter freiem Himmel eingepfercht wurden, ohne Wasser und ohne Nahrung. Im Lager Bretzenhain zum Beispiel gab es drei unterschiedliche Variationen von Gräbern ohne Namen. Eine Variation waren Kriegsgefangene, die den vermeintlichen Zorn der Wachmannschaften erregt hatten. Eine weitere diejenigen, die aus irgendeinem Grund Widerstand geleistet hatten oder auf der Flucht erschossen wurden. Die dritte Kategorie waren die, die in die Latrine gefallen waren oder in einer willkürlichen Schießerei ums Leben kamen. Nach Angaben der Amerikaner kamen in den Rheinwiesen nur 3000 Gefangene ums Leben, was einer Quote von nicht einmal einem Promille entspräche. Die Angaben der Toten beziehen sich auf Menschen, die an ihren Krankheiten oder der unterlassenen Hilfe gestorben sind. Heute kommen in 12 Monaten auf 10.000 Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren ca. 15 Todesfälle vor, die auf Krankheiten zurückzuführen sind. Bei diesen Sterbefällen kann davon ausgegangen werden, dass diesen Menschen ausreichend Nahrung, Kleidung, eine feste Behausung und medizinische Versorgung heute zugute gekommen ist. Im Gegensatz zu den Gefangenen, die ohne Nahrung und ohne medizinische Versorgung unter freiem Himmel hausen mussten. Vor diesem Hintergrund erscheinen die offiziellen Zahlen geradezu als eine Verhöhnung. Der unverdächtige franco-kanadische Journalist James Buck geht in seinem Buch Der geplante Tod von über 1 Million Toten in den Lagern am Rhein aus. Doch wo sind diese Toten geblieben? In der direkten Umgebung der Lager liegen Zehntausende, aber keine Hunderttausende von Toten. Wohin fuhren die US-Laster mit den vielen Leichen? Hier fällt auf, dass diese US-Laster mit den Versorgungsgütern für die Alliierten voll aus dem alliierten Hauptversorgungslager in Antwerpen kamen und leer nach dorthin zurückfuhren. Leer? Nein. Voll mit deutschen Leichen, und nur so ist das zu erklären, dass in Belgien solch eine große Zahl nicht identifizierbarer toter deutscher Soldaten und Zivilisten liegt, die dort in den vergleichsweise kurzen Kampfhandlungen gar nicht gefallen sein können. Die belgischen Kriegsgräberstätten sind voll mit Nicht-Identifizierten, weil die Alliierten ihnen die Erkennungsmarken abgenommen hatten und sie auf dem Weg nach Antwerpen wie Müll von den LKWs in die Wälder links und rechts der Straßen kippten. Wir klagen an. Auf der Lüge, dass wir befreit worden wären von etwas Schrecklichem. In Wirklichkeit ist etwas Schreckliches über uns gekommen. 7 Millionen Deutsche haben während des Krieges ihr Leben gelassen. Aber jetzt hört und merkt euch das als Antwort für die, die euch Lügen erzählen. 12 Millionen Deutsche wurden nach dem 8. Mai 1945 umgebracht. Und dazu zählt auch diese Million, die hier an den Rheinlagern und nicht auf Wiesen, sondern auf Äckern, auf Matsch und Schlamm verhungern lassen wurden in wenigen Monaten.
Was hat die Amerikaner dazu bewogen, zum einen so viele unschuldige Menschen zu inhaftieren und zum anderen sie auf diese vorgestellte Weise gefangen zu halten? Warum wurden die Gefangenen nicht registriert? Was hinderte die Alliierten daran, auf deutsche Versorgungsbestände oder aber auf die des Roten Kreuzes zurückzugreifen? Warum diese bewusste Unterlassungspolitik der US-Militärbehörden? Warum durfte man die Toten der Massengräber am Rhein nicht ehrenvoll beisetzen? Abschließend ist festzustellen, dass der systematische Mord an Gefangenen bisher kaum Beachtung in der Öffentlichkeit genossen hat und vieles noch detaillierter Nachforschung bedarf. Dieser Filmbeitrag hofft einen kleinen Teil zur Aufarbeitung amerikanischer Kriegsverbrechen beitragen zu können. Das Ziel der Alliierten war und ist die gezielte Dezimierung des deutschen Volkes. Ich glaube, es war der 15. Juli, die Berkusenstraße runter und bog in die Juklastraße ein. Das war mein Wohnort. Und während ich da einbog, das konnte ich genau rekonstruieren, saß meine Mutter im Bad und weinte, weil sie nicht wusste, ob ihr Junge noch lebt. Und dann klingelte es. Und dann hat meine Mutter ihr Gesicht mit Wasser nass gemacht und abgetrocknet in der Hoffnung, dass der Fremde nicht sieht. Sie hat eben geweint. Und dann öffnete sie die Toilettentür, ging auf den Flur und öffnete die Haustür. Und ich stand davor. Und dann weinte meine Mutter. Sie war nicht imstande, meinen Namen zu sagen. Und erst beim dritten Mal sagte wieder mein Junge und schloss mich in meine Arme.